Sehr gut. Und hier geht's weiter. Schöne Autos. Was nehmen wir denn? Nehmen wir den Ferrari. Dann nehmen wir den Ferrari. Da haben wir keine. Diese Lackierung ist gar nicht dabei. Den mit. Die Lackierung. Ein Gewandsrennen. Hallo und danke, dass Sie heute mit dabei sind bei diesem Grid World Series Event. Kristen, womit können wir heute rechnen? GT-Wagen sind für ein Maximum an Höchstgeschwindigkeit und Abtrieb ausgelegt. Bei den erfahrenen Teilnehmern hier sieht es so einfach aus, aber diese Autos sind echt schwer zu beherrschen. Danke, Kristen. Ah, tut mir leid. Dann lauf. Aufhören, ne, lauf. Und 14. Die Sonne macht es natürlich nicht einfacher. Da wird jemand nicht glücklich sein. Natürlich nicht. Ja, da lässt sich immer nicht so gerne überholen. Super momentan. Solange ich hier nicht wirklich vorbeikomme, ne? Halt dich zurück. Du hast jemanden zur Weißglut getrieben. Ja, jetzt bin ich zumindest vorbei. Gutes Tempo. Mach in Runde 2 ein paar Plätze gut. So, jetzt haben wir eine Lücke gefunden. Zwei Autos davon. Heute wieder zwei Rennen. Das dritte ist ja schon heil. Aber jetzt erstmal konzentrieren hier. Ist das irgendwie noch gewinne? Einfach wird es dich hören. Ah, ist ein Viper. Guck mal, da hat die Lukas mir zu weit aufgelassen. Und jetzt habe ich es geschafft. Bleib in Führung. Letzte Runde. Ja, einer
ist noch ein bisschen sauer. Der wird nämlich ist jetzt auch vorbei an ihm allein gegangen. Sich mal zurückgezogen. So. Rennen Nummer 2. Von wo kann ich, wo wir stehen? Naja, egal. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Das wird wohl noch ein harten Kampf. Okay, tut mir leid. Ich 13. glaube, es geht jeden Moment los. Ja, dann los. Da lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Jetzt mal die Lücke ein bisschen hier außen. Wir sind schon vorbei, wieder an einfach alle. Aber es reicht. Start. Bleib an der Spitze.
Ja. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Level 40. So. So, dann sind wir hier durch und oh, mit 4 Rennen. Und dann nochmal 3. Ja, haben wir ein bisschen was zu tun. Sehen wir uns morgen.